Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch hier jeden Morgen den neuen Shop in Front Air vorstelle. Also, wenn ihr in Zukunft keine Skins mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert auch die Glocke. Einfach unten neben dem Abo-Button auf diese kleine Glocke draufklicken und dann bekommt ihr ab sofort immer jeden Morgen eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Lohnt sich also, falls ihr keine neuen Skins mehr verpassen wollt. Und auch im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten aktualisiert und ihr seht schon, das Schneesoldaten-Set ist wieder zurück. Außerdem haben wir noch einen neuen Emote und zwar die Siegerehrung für 500 V-Bucks und den feiere ich leider gar nicht. Also der Emote an sich ist gar nicht so schlecht, aber ich finde, für den Preis von 500 V-Bucks ist er echt nicht gut. Ich finde den Preis also viel zu teuer für das, was man da bekommt. Seit langer Zeit mal wieder, wo ich sage, boah, da ist der Preis echt überteuert. Werde ich euch gleich zeigen. Fangen wir aber erstmal schnell auf der linken Seite an. Dort haben wir weiterhin den Funke-Skin drin. Dieser Prinzessinnen-Skin für 2000 V-Bucks ist ja gestern zum ersten Mal in den Shop gekommen. Besonders den Backpack finde ich ja nicht ganz nice. Dann haben wir noch dazu die Flockenhacke, die auch ziemlich cool ausschaut. Leider hat sie nur keinen coolen Sound. Ich spiele mal ab. Der hört sich halt leider absolut Standard an. Kein cooler Sound dazu. Ich glaube, da hätte man so geile Sachen mitmachen können. Dann wäre die Hacke wirklich eine richtig geile Hacke geworden. So, ich weiß nicht. Ich finde den Sound schon ziemlich wichtig beim Spielen. Also ist halt eine Sache, die man wirklich immer mitbekommt. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich schade und auch ein bisschen enttäuschend, dass sie dann doch nur diesen Standard-Sound hat. Das ist, ja, hätte man auf jeden Fall besser machen können. Und dann haben wir noch den Gleiter drin, nämlich die Kristallkutsche. Die ist eigentlich ziemlich heftig gemacht. Also die ist vom Preis her super gut. Für 800 V-Bucks so ein geiler Gleiter. Richtig, richtig nice. In diese Richtung sollte Epic Games, finde ich, weitergehen. Dass sie so geile Sachen rausbringen, die dann, sag ich mal, verhältnismäßig zu den bisherigen Skins preiswerter sind oder halt heftiger aussehen dafür. Dann haben wir noch weiterhin das Schneesoldaten-Set drin mit seinem süßen Backpack, so ein kleiner Schneemann auf dem Rücken. Finde ich ziemlich cool und besonders den Pullover feiere ich sehr. Ich habe von meiner Mutter sogar einen relativ ähnlichen Pullover geschenkt bekommen, so ein Ugly Sweater. Gefällt mir sehr, sehr gut und auch der Rest vom Skin ist natürlich ziemlich nice. Dann haben wir noch dazu die passende Hacke, auch die finde ich mega, mega geil. Ich finde, das ist sogar vielleicht das Beste im heutigen Shop. Diese Hacke hier, der Eiszapfen für 500 V-Bucks, eine richtig geile Hacke. Sie schaut nicht nur ziemlich cool aus, sie ist auch schön dünn, also ich finde, sie spielt sich einfach heftig gut. Auch der Sound ist ziemlich nice. Also ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen für 500 V-Bucks. Meiner Meinung nach die beste Hacke, die man sich da kaufen kann, schon seit einer Weile. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, hier zuzuschlagen und sich diese Hacke zu holen, solange sie jetzt noch im Shop ist. Könnte sein, dass sie heute zum letzten Mal drin ist. Also würde ich auf jeden Fall mir diese Hacke hier holen, wenn ich mir überhaupt was aus dem Shop heute holen würde. Dann kommen wir noch zur rechten Seite. Dort haben wir erstmal die rotnäsige Räuberin drin für 1200 V-Bucks. Auch ein ganz cooler Weihnachtsskin, wie ich finde. Dann haben wir noch die Fitnessrunde. So ein schön energischer Dance. 500 V-Bucks finde ich hier zum Beispiel absolut in Ordnung. Vergleicht gleich mal kurz die Fitnessrunde mit der Siegerehrung. Also dann werdet ihr feststellen, was ich meine. Dann haben wir noch den Kommandoskin drin für 800 V-Bucks. Auch den finde ich sehr, sehr cool. Spiele ich gerne mit diversen Backpacks. Also den kann man wirklich mit unglaublich vielen Sachen kombinieren, weil er halt so schön schlicht ist. Deswegen, falls ihr so eine Art von Skin sucht, dann kann ich hier den Kommandoskin sehr empfehlen. Dann haben wir noch die beschlagene Hacke drin für 800 V-Bucks. Finde ich vom Design her eigentlich ganz cool. Dieses Chrom-Oberfläche schaut schon ganz nice aus, habe ich aber dann doch relativ selten gespielt, also würde ich jetzt nicht gerade krass empfehlen, sich die zu holen, finde ich aber jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall noch in Ordnung. Und dann haben wir jetzt das Highlight des heutigen Tages, wenn man das so nennen möchte. Und zwar haben wir die Siegerehrung drin. Ich will jetzt hier gar nicht so zu haten oder so gegen den Emote. Ich fand ihn nur... Ja, das war es jetzt eigentlich schon. Ich fand ihn halt eigentlich nur ziemlich schwach. Wir waren vorhin im Stream, ich habe ja wieder in den Shop reingestreamt und habe diesen Emote gezeigt, dann auch direkt, als er rauskam. Und der ganze Chat nur flop, 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 flop. Also alle haben reingeschrieben, oh, was für ein Scheiß. Deswegen kann ich leider nur teilen. Also ich finde, für 200 V-Bucks wäre das absolut in Ordnung gewesen. Das wäre halt so ein, jo, simpler 200 V-Bucks Emote gewesen. Aber ich finde, 500 dafür ist halt echt extrem überteuert einfach. Also ich finde, der hätte niemals 500 kosten sollen. Ja, weiß nicht. Also würde ich eher nicht empfehlen. Ich hole ihn mir jetzt, aber nur, weil ich bisher alle Emotes habe, die es in Fortnite gibt und ich natürlich da jetzt hier nicht die Streak quasi beenden möchte. Deswegen werde ich ihn mir holen, auch weil ich ihn natürlich immer auch zeigen möchte, wenn ihn mal jemand sehen möchte, im Stream zum Beispiel. Aber ich würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht empfehlen. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Kann auch sein, dass das manche komplett anders sehen, dass sie sagen, boah, ich finde den total geil. Aber ich finde das, für 200 V-Bucks wäre das auf jeden Fall vollkommen in Ordnung gewesen. Ich meine, der ist schon schön aufwendig gemacht. Diese Effekte hier und das Reinwerfen von diesen ganzen Blumen ist ja nicht schlecht. Aber ich finde den Preis halt ziemlich teuer. Also so vielleicht als Win-Emote ist es noch ganz nice, aber
Ah, ich weiß nicht. Ich finde den einfach halt ziemlich teuer. Würde ich also jetzt nicht so besonders empfehlen. Und dann haben wir noch im letzten Store des heutigen Tages den Getarntgleiter. Auch den finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Ist halt relativ schlicht gemacht. Vielleicht, wenn man irgendwie so Skills spielt, die dann genau zu diesem Gleiter hier passen, dann sicherlich ein ziemlich cooler Gleiter. Zum Beispiel die Elite-Agentin. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man den zusammen spielt. Allerdings glaube ich, dass es auch da sicherlich noch andere, geilere Gleiter gibt. Also 500 V-Bucks würde ich hier wahrscheinlich auch eher nicht ausgeben. Und jo, das war es dann schon zum heutigen Daily Shop. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Emote heute so findet, den neuen. Und jo, das war's dann, wie gesagt, zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und tragt mich natürlich auch gerne als Creator ein, wenn ihr immer an den Gewinnspielen teilnehmen wollt. Ich nutze ja das Creator-Programm so ein bisschen, um hier jeden Tag Gewinnspiele rauszuhauen. Also, wenn ihr heute auch wieder diesen neuen Emote gewinnen wollt, auch wenn er nicht so geil ist, ich verschenke ihn trotzdem einmal. Wenn ihr den haben wollt, einfach nur Snox hier als Creator eintragen und ein Hashtag Creator in die Kommentare schreiben, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Viel Glück da an euch und dann löse ich noch schnell das Giveaway von gestern auf. Da hatte ich ja auch wieder hier dieses neue Funke-Set verlost und der Gewinner von diesem gesamten, wie heißt das Set, Winter-Wunderland-Set ist der liebe Minkel Fortnite. Herzlichen Glückwunsch an dich und schreib mich bitte mal auf Instagram oder Twitter an, dass ich dir dann noch deinen Code zuschicken kann. Und ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, habt noch einen spannenden Tag, falls ihr heute auch wieder mit der Familie feiert. Ich zum Beispiel bin heute auch wieder zur Familie eingeladen und werde dort dann den ganzen Tag verbringen. Also ja, habt alle noch einen entspannten Tag. Wir hören uns vielleicht heute Abend schon wieder zum nächsten Livestream bis zum neuen Shop. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Bis dahin, sonst habt einen angenehmen Tag. Macht's gut und haut rein. Tschüss!